Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender und zu der heutigen Geschichte. Heute wollte ich das Türchen eigentlich um 5.55 Uhr öffnen, weil 5 so eine wunderbare Zahl ist. Es ist die Zahl der Liebesgöttin Venus. Es ist aber auch das einzige deutsche Wort, das neben Hanf und Senf auf Hnf endet. Und das fand ich irgendwie cool, aber das hat nicht geklappt, denn es war Stau auf der Autobahn. Das Wetter draußen ist nass, ist kalt, es regnet bei uns hier in Frankfurt. Und da musste ich immer wieder im Auto dran denken, dass heute der nationale Tag des Dachs über dem Kopf ist. Auch aus einem Buch kann man ein Dach machen. Der nationale Tag des Dachs über dem Kopf. Und ich war froh, dass ich zu einem Ort fahren konnte, wo ich ein Dach über dem Kopf habe, nämlich bei mir zu Hause, da wo ich jetzt sitze und euch gleich die Geschichte vorlesen werde. Der nationale Tag des Dachs über dem Kopf soll daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Menschen sich Dächer bauen. Erst circa 12.000 Jahre, da begannen die Leute sich aus Stäben und Zweigen und so weiter Dächer über dem Schlafplatz zu bauen. So, und was für eine Entwicklung haben wir seitdem gemacht? Heute lese ich wieder aus Weihnachtswundernacht Band 6, dem Band aus dem letzten Jahr, wo ich ja nicht lesen konnte, weil ich da immer wieder verhindert war. Und nachdem ich mit der Geschichte von mir gestartet bin, habe ich gestern die Geschichte von Thomas Klapscher, dem Herausgeber dieser fantastischen Buchreihe, gelesen. Und heute möchte ich die Geschichte von Frank Bonkowski lesen. Frank Bonkowski, Thomas Klapstein und Micky Wiese zusammen, wir bilden das Trio Infernal, eine Autorengruppe, die vielleicht sogar für die Nachwelt einmal so bekannt sein wird wie die Inklings. Man weiß nicht genau, schön wäre es allerdings schon. So, Frank Bonkowski schreibt in Weihnachtswundernacht Band 6 über den Tag, an dem er Weihnachten kapierte. Der Tag, an dem ich Weihnachten kapierte. Adventliche Einblicke in das Tagebuch einer Pastorentochter. Dazu muss man wissen, Frank Bonkowski ist auch Pastor, so wie Thomas Lappstein und ich auch. Und er hat eine Tochter. Also er meint hier nicht sich selbst, sondern obwohl er lange Haare hat, aber er meint hier seine Tochter. Dienstag, 24. November. Heute sind tatsächlich schon die ersten Schneeflocken gefallen. Es war richtig kalt, als ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Eigentlich wollte ich mich ja in der Schule zum Endspurt bereit machen, um die letzten Klassenarbeiten des Jahres noch irgendwie zu überstehen, aber ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Ich meine damit nicht den ganzen Lernkram, der fällt mir ja zum Glück ziemlich leicht. Ich meine diesen blöden Zickenterror in unserer Klasse. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Die Mädchen sind so fies. Aufstehen, fertig machen, losfahren, die Treppen hoch in unseren Klassenraum. Das ist jeden Morgen echt eine Überwindung. Hoffen wir mal, dass der Tag morgen irgendwie besser wird. Mittwoch, 25. November. Besser war dieser Tag auf jeden Fall nicht. 45 Minuten früher bin ich heute aufgestanden, nur weil ich Angst vor Laura habe. Diese Obertussi sitzt seit ein paar Wochen tatsächlich vor der Tür und macht wie so ein römischer Cäsar den Daumen rauf oder runter, um ihren Untertussis zu zeigen, wie sie dein Outfit findet. Und wenn sie den Eindruck haben, dass du dich falsch angezogen hast, wirst du gleich zur Begrüßung erstmal von der halben Klasse ausgelacht. Keiner traut sich, etwas dagegen zu unternehmen. Heute war ich mal wieder dran, weil meine Jacke ihrer Meinung nach farblich nicht zur Hose passte. Blöde Möchtegern Heidi Klum. Es war mir total peinlich. Irgendwie auch, dass mir das blöde Gerede so viel ausmacht. Dann habe ich auch noch vor allen anderen losgeheult und genau in dem Moment kommt unser doofer Klassenlehrer rein und fragt mich vor der ganzen Klasse, ob es mir nicht gut ging.
mega unangenehm das. Am liebsten würde ich die Schule wechseln. Sonnabend, 28. November. Normalerweise rede ich ja nicht viel über meinen Glauben. Aber als Papa mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich ihm nach langer Zeit mal erzählt, was bei uns los ist. Und sogar, ob er mal für die Situation in meiner Klasse beten könne. Mein Vater ist Pastor, der kennt sich also mit sowas aus. Bevor er gebetet hat, hat er mich aber gefragt, wie ich denn das Gebet beantworten würde, wenn ich Gott wäre. Hä? Gute Frage. Ich würde so einen Anti-Zicken-Computerchip erfinden und den würde ich den Zicken dann nachts, wenn sie schlafen, im Gehirn einpflanzen. Und wenn sie aufwachen, könnten sie einfach keine Zicken mehr sein, habe ich geantwortet. Papa meinte, dass er die Idee ganz cool fände, aber er sich nicht sicher sei, ob Gott, dem unser freier Wille wichtig zu sein scheint, so eine Idee unterstützen würde. Dann haben wir gebetet. Mit Schöpfer von Zicken und Guten und Bösen hat Papa Gott angesprochen und dann gebetet, dass der die Situation irgendwie zum Guten lenken möge. Wir haben beide nicht viel Hoffnung gehabt, dass unser Gebet die Lage tatsächlich verändern könnte. Trotzdem hat es irgendwie gut getan. Freitag, 18. Dezember. Wow. Jetzt habe ich fast einen Monat lang nichts in mein Tagebuch geschrieben. Warum finden immer alle Lehrer, dass alle Klassenarbeiten in die letzten beiden Wochen vor die Ferien gequetscht werden müssen? Heute ist etwas ziemlich Spannendes im Konfirmandenunterricht passiert. Mein Vater, der ja auch Pastor ist, hat erzählt, wie schwer es vor 2000 Jahren gewesen sein muss, unter der Unterdrückung der mächtigen Römer zu leben und wie viele verzweifelte Gebete damals gen Himmel geschickt worden sind. Und Gott tat scheinbar nichts. Jahrhundertelang nichts. Schweigen. Und dann endlich kam die Antwort auf millionenfaches Fragen, Bitten, Flehen, Klagen. In einer Grotte in Bethlehem schreit ein Baby. Ein verarmtes Paar aus einer schlechten Gegend war auf Befehl der Römer in die Stadt Bethlehem gereist, wo es ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat. Das wäre auch heute total mies, aus einer blöden Gegend zu kommen und als Teenager schwanger zu werden. Aber damals muss das richtig fies gewesen sein. Jedenfalls wollte keiner dieser Leute bei sich aufnehmen. Und darum fand die Geburt in einem Stall statt. Jesu erstes Babybett war eine Futterkrippe. Die ersten Gäste so ein paar Loser, die nach Schaf rochen, und eine Handvoll Astrologen. Zwar sangen Engel und es leuchtete ein Stern, aber die Römer waren immer noch an der Macht und unterdrückten und quälten die Welt fröhlich weiter. Gottes Idee von einer Gebetserhörung war hier auch kein Anti-Unterdrücker-Computerchip oder wenigstens jemand, der den Römer mal eins auf die Fresse gehauen hätte, sondern ein armseliges Baby. Na, herzlichen Glückwunsch. Mein Vater hat uns allen in der Konfi-Gruppe so ein Gebetsbuch gegeben, in das wir jede Woche unsere Gebete schreiben sollen. Diesmal war die Aufgabe, Gebete zu formulieren über Dinge, die wir ungerecht finden. Als wir fertig waren, sagte mein Vater, ich kann euch nicht versprechen, dass Gott euch das gibt, was ihr euch wünscht. Aber wenn mir die Weihnachtsgeschichte etwas beibringt, dann, dass Gott mit uns ist. Dass er sich mit uns freut, wenn wir uns freuen, und mit uns weint, wenn wir traurig sind. Je länger ich lebe, desto mehr lerne ich, dass das manchmal mehr hilft, als jemanden zu haben, der all meine Probleme aus dem Weg räumt. Als wir später im Auto nach Hause fuhren, habe ich mich ein bisschen beschwert, weil ich glaube, dass Papa die Geschichte nur wegen meinem Stress mit den Zicken so erzählt hat. Er hat geantwortet, dass er natürlich an meine Situation denken musste. Diese Idee, dass Gott mit uns fühlt, sei ihm aber auch bei seinen eigenen Problemen wichtig. Dann
hat er noch gefragt, ob ich ihm erzählen möchte, was ich in mein Gebetbuch geschrieben hätte. Wollte ich. Ich habe Gott daran erinnert, dass meine Idee mit dem Anti-Zicken-Computerchip gar keine so schlechte ist. Den Römern hätte ich damals übrigens auch eins aufs Maul gehauen, wenn ich Gott gewesen wäre. Aha, lautete sein kurzer Kommentar. Ich habe aber noch etwas geschrieben, fuhr ich fort. Ich habe ihm dafür gedankt, dass Isa in meiner Klasse ist. Sie ist meine Freundin. Und neulich, als es wieder besonders fies zuging und ich weinen musste, da hat sie sogar mit mir mitgeweint. Und das hat echt gut getan. Ich bin wirklich dankbar, dass ich in dieser Situation nicht alleine bin. Ich glaube, du hast heute Nachmittag verstanden, warum Weihnachten ein so tolles Fest ist, hat er dann noch gesagt. Und ich habe gedacht, dass er recht haben könnte. Und ein armseliges Baby, das mich in meiner manchmal armseligen Welt besucht, ja vielleicht doch gar keine so schlechte Gebetserhörung ist. Donnerstag, 24. Dezember. Der Heiligabendgottesdienst ist ja eigentlich langweilig, weil jedes Jahr kleine Kinder in Schafs- und Engelskostümen und Bademänteln auf der Bühne rumlaufen, bis man dann irgendwann Kerzen anzündet und ganz gerührt Stille Nacht singt. Aber als sie dieses Jahr die Babypuppe in die Krippe gelegt haben, da war ich unglaublich dankbar, dass Jesus in meine Welt gekommen ist und ihm meine Sorgen nicht egal sind. Das löst nichts, aber gibt mir ein bisschen Hoffnung. Vor dem Essen hat Mama uns gefragt, ob Papa und ich noch schnell ein paar Geschenke zu Leuten fahren würden, die sie nicht mehr rechtzeitig fertig bekommen hatte. Das hat total Spaß gemacht. Wir haben die Geschenke vor die Haustür gelegt, geklingelt und uns dann im Auto versteckt und heimlich beobachtet, wie die Leute sich gefreut haben. Ich habe gesagt, dass es eigentlich jeden Tag wie Weihnachten sein sollte und man überlegen könnte, wie man anderen eine Freude macht. Isa haben wir auch noch ein Geschenk vorbeigebracht. Da wollte ich aber doch nicht nur klingeln, sondern gleich sehen, ob ihr mein Geschenk gefällt. Ach ja, ich selbst habe von meiner Schwester ein total schönes Outfit bekommen. Wenn die Tussis da den Daumen runterhalten, dann ist das der absolute Beweis, dass die echt keine Ahnung haben. Dann würde ich die, glaube ich, auslachen, weil mir das voll gut steht. Ich mag Weihnachten. Ja, vielen Dank, lieber Frank, dass du uns hier Einblicke in das Leben und die Gedankenwelt deiner Tochter gegeben hast. Und vielen Dank, dass sie das auch mit uns geteilt hat, dass sie das erlaubt hat. Ja. Und eine tolle Idee, dass eigentlich jeden Tag so wie Weihnachten sein sollte und man überlegen könnte, wie man anderen eine Freude macht. Und das könnt ihr natürlich auch mitmachen. Ich habe auf meiner Seite Life Coach Micky Wiese oder Event Pastor Micky Wiese, irgendwo auf einer der beiden Seiten habe ich einen Adventskalender der Freundlichkeit gepostet. Und da kann man jeden Tag, ist dann Vorschlag, was man an diesem Tag Freundliches tun kann. Heute ging es darum, einem Freund oder einem Kollegen einen Kaffee zu spendieren. Habe ich natürlich gemacht. Und so kommen lauter tolle Sachen da drin vor. Das könnt ihr euch mal angucken. Ja, das war die Geschichte aus Weihnachtswundernacht Band 6, der Band der Reihe Weihnachtswundernacht vom letzten Jahr. Und da stehen 12 Geschichten drin. Das heißt, am 13. Dezember beginnt Weihnachtswundernacht Band 7. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da sind auch tolle Geschichten drin. Und ich glaube, dass ich meine Geschichte Weihnachten im Waschsalon dann am 24. Dezember lesen werde. Das könnte sein. Das macht mir dann so viel Spaß, dass ich mir das vielleicht bis dahin aufhebe. Also in diesem Sinne, ich wünsche einen wunderschönen Abend. Seid dankbar, freut euch, wenn ihr ein Dach über dem Kopf habt. Und denkt daran, heute ist der nationale Tag des Dachs über dem Kopf. In diesem Sinne, bis morgen. Wo steht hier beenden? Ah, hier.